gerade in Essow angekommen. Nee, Quatsch, jetzt bin ich in Petropavlovsk angekommen, so ist es. Und es ist gar nicht so kalt wie gedacht, aber ich bin fix und alle, weil ich habe 9 Stunden verloren, gestern auch gar nicht viel geschlafen. Und hier hat es jetzt so um die 2 Grad minus. Aber es fühlt sich viel wärmer an und auch die ganze Sache, wo ich trage und ich dicke Alpaka-Mütze. Und ich laufe gerade ins Hostel, meine Kollegin Sveta und ich. Und dann will ich erstmal auf den Markt gehen. Ich glaube, das Erste, was ich machen will, ist, ich will mal Kaviar versuchen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Aber jetzt muss ich erstmal meine Sache ablegen, weil es wird auch ein bisschen schwer. Mal Kaviar zum Frühstück probieren, ich habe es noch nie gemacht. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen geholt. Und übrigens ein Gerücht, Kaviar ist nicht billiger als Brot hier. Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr ekelhaft aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wusste gar nicht, dass es... Oh. Ich dachte eigentlich, das wäre viel appetitlicher. Ich mache jetzt deswegen nur noch einen kleinen Löffel drauf. Und wenn man es nicht schmeckt, dann schmeiß es weg. Oder verschenk's. Schmeckt eigentlich wie Seelachs, aber von der Konsistenz ein bisschen wie kleine Traube, die dann so zermatschen. Und es ist aber ganz klebrig wie Schleim. Von dem her sehr interessant. Aber ganz gut. Ja, ich brauche was zum Nachspülen. Ein Kaffee wäre geil. Boah, ist ja echt gut. Ha ha ha.